Lass mal gucken, wie das funktioniert. Zeig. Da, guck. Hast du es gesehen? Nein. Es ist da rausgekommen und ist da drin. Jetzt, wir müssen jetzt natürlich darauf achten, der tut alles, was aus dem Sieb kommt, da rein. Also auch Sachen, die ich da nicht drin haben wollte, wie zum Beispiel diesen Flint. Also müssen wir selber auch ein bisschen sortieren, aber das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Da ist ja schon wieder ein Flint drin. Verflint nochmal. Ja, will ich auch meinen. Ich brauche dringend. Vor allem übertrieben, ne? Wenn El Bunny oder so in den Raum reinkommt, das erste Mal am Anfang der Sendung alle voll am Ausrasten, so, hey! unser Held, unser Präsident. Ja. Ich fand das so mega affig. Aber ich kann mir heute auch keine Sitcoms so wirklich angucken. Ja, tragisch, ne? Ja, aber ich habe auch so ein Phänomen, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Also es gibt ja Leute oder ich sag mal, der Großteil der Menschen, also so empfinde ich das, der geht ja richtig ab bei Stand-Up-Comedy, ne? Der lacht sich richtig hier die Seele aus dem Leib, wenn da so ein Witz gerissen wurde. Kann ich meist nicht komisch finden. Ich auch nicht. Ich sitze da so, ja, ich habe das verstanden, okay, das ist intelligent oder halt RTL-Niveau, aber ich kann nicht lachen. Es löst keine Lachreaktion bei mir aus. Ich habe das vor kurzem gemerkt, ich kann keine lustigen Bücher lesen. Ich finde die nicht lustig. Ich verstehe, warum andere Leute das lustig finden, aber ich kann ein Buch nicht lustig finden irgendwie. Ja, ich auch nicht. Das Einzige, wo ich richtig abgehe, wo ich richtig lachen kann, ist so Slapstick-Comedy. Ja, gut, das. Aber das ist so Holzhammer-Methode. Aber Nielsen, der war schon immer cool. Die ist der Leslie Nielsen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Hier die nackte Kanone, das ist der Hammer. Ja, das ist der Hammer. Weil ich habe ja, das lief vor ein, zwei oder drei Jahren, weiß ich jetzt nicht, in dieser Range auf jeden Fall, liefen alle drei Teile hintereinander zur Silvesternacht. Die habe ich mir natürlich alle reingepfiffen. Grandios. Ich glaube, ich habe vor kurzem wieder nur den ersten geguckt. Die anderen habe ich gar nicht gebraucht. Das hat schon gereicht. Vor allem, wenn ihr bei YouTube Best of Leslie Nielsen eingibt, dann ist da auch die Szene drin, wo er den Lowrider knackt. Kennst du die? Ich weiß nicht, in welchem Teil das war. Also diese Autos, die immer hüpfen beim Fahren. Ja, das ist ein Lowrider, aber sagt mir jetzt gerade nichts. Auf jeden Fall schließt er den noch kurz, weil er jemanden verfolgen wollte. Und er brauchte ein Auto, um die zu verfolgen. Und hat dann Lowrider erwischt. Und der geht dann volle Kanone ab. Und dann die ganze Zeit ging seine Hupe und und er ist halt so hüpfend hinterhergefahren. Und dann irgendwo muss er an so einer Stelle Kleingeld abgeben. Das sind natürlich volle Kanonen aus der Hand geflogen dabei. Und das sind so Sachen, über sowas kann ich lachen. Ja. Aber Stand-Up-Comedy, noch nicht mal eine Miene verziehe ich da, ich weiß nicht. Was ich ja sehr lustig fand immer, ist Loriot. Ja, das hast du ja schon zu deinem Besten gegeben. Ja, dieser ultra trockene Humor, das ist meins. Nicht lustig finde ich auch sehr komisch von Joscha Sauer. Die Talerforden finde ich auch cool. Ja. Zumindest früher mal. Ich weiß nicht, ob er heute noch was macht. Ja, wobei er hat jetzt in dem Film mitgespielt, glaube ich, noch. Ich denke ja schon seit Jahren, der ist tot, aber das hatten wir ja schon. Ach ja, das hattest du ja schon. Das war sogar Magier-Zirkel, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht warum. Muss irgendwer gestorben sein, der so ähnlich aussieht. Ich weiß auch nicht. Ja, Captain Iglo vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Nee, Otto Walkes fand ich früher auch toll. Ja gut, das sind so aber seine klassischen Shows, die sie noch, die sie auf RTL 2 manchmal zeigen. Das ist ja, und die lustig, ist auf CD und sowas gehabt. Aber das, was er heute macht, das finde ich nicht mehr so toll. Ansonsten. Was gibt es denn sonst noch? Police Academy, großartig. Ja, das weiß ich nicht. Das fand ich als Kind komisch. Ich glaube, das wäre mir heute zu doof. Aber ich finde das cool. Bud Spencer und Terence Hill. Ah, da bin ich nicht so ein Fan von. Das fand ich toll. Das war so die einzige Gewalt, die ich gucken durfte, weil das Celebrity Deathmatch auf MTV 2 durfte ich nicht gucken. Das war nicht so toll, aber das, ich durfte das ganz viel später gucken. Ich hab's ja gar nicht verstanden, aber ich fand es toll. Also früher, als ich noch in der Grundschule war, durfte ich die Flodders nicht gucken. Der was? Die Flodders. Was ist das? Kennst du die nicht? Das ist so eine holländische Serie mit so einer heruntergekommenen Familie. die den Sozialarbeiter Werner, du alter Wichser und sowas nennen und halt um eine Bierflasche aufzufüllen, weil sie einen Deal hatten und die letzte Flasche ist nicht ganz gefüllt, einfach mal nachpinkeln und es war damals schon, ja, es ist eigentlich RTL-Niveau. Ein frühes Jackass, oder? Nee, das ist schon so eine Serie, richtig, und nicht so aneinandergereihte Vorkommnisse.
Aber es hatte halt Schimpfwörter drin und das war damals schon Highlife. Also das. Guckst dir mal, also du findest teilweise noch Folgen auf YouTube und wie sie Opa immer umbringen wollen und solche Sachen. Das. Ach ja, wer kennt's nicht? Okay, du nicht. Ich nicht. Ja. Nee, das war cool früher. Irgendwie Aber habe ich ich habe das mir das heute Gefühl, mal, ja? ich bekomme nicht das, was ich brauche, aber red weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, während ich rede, habe ich nichts gemacht. Ja, du bist die ganze Zeit nervös rumgerannt, wie diese verdammten YouTuber, die nicht stillstehen können, wenn sie Minecraft spielen. Furchtbar. Ich hasse sie. Warum habe ich denn das jetzt dahingestellt? Das ist doch Quatsch. So, hast du Easy sonst noch Quatsch. was zu sagen? Ich war nicht gerade. Silver Ore Dust. Powdered Iron, da. Mann, wir haben verdammt viel Iron. Wenn du ein Haus aus Iron bauen willst, mach ruhig. Nee. Ich Wobei das, du wärst sicherer vor Blitzen wärst du ja eigentlich nicht, weil es ist ja ein Faradayscher Käfig. Hä, hast du dir da jetzt eben nicht selber widersprochen? Ein Faradayscher Käfig beschützt doch das, was im Inneren ist. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, es gibt nichts Sicheres als ein Haus aus Eisen. Hattest du nicht eben gesagt, man ist darin nicht sicherer, weil es ein Faradayscher Käfig ist? Das weiß ich nicht, aber ich wollte damit ausdrücken, dass man sicherer ist. Das klang eben ganz komisch. Das Wobei ich hättest du bei genau das heutigen, Gegenteil von dem gesagt, was du meinst. Autos mir nicht mal so sicher bin, ob die überhaupt noch die Erfüllung erfüllen. Was aus Metall zu sein? Naja, es ist ja immer weniger aus Metall. Vielleicht meinst Ich weiß du. ja nicht, ob die Außenkarosserie komplett aus Metall sein muss. Oder ob das reicht, dass das Chassis aus Metall ist. Also Oder. weißt du, Metall ist ja nur auch sehr weitläufig. Ja, aber GFK ist kein Metall. Jetzt müsste man doch wissen, was GFK ist. Plastik. Womit zumindest die Stoßstangen heute gemacht werden. Ja Und gut, vielleicht auch der komplette Smart. Aber da bin ich mir nicht so sicher. aber alles, was so zusammengehalten wird, das sind schon irgendwelche Formen von Ja, die Metalle. Schrauben sind schon aus Metall, da hast du recht. Na gut, Hashtag Zynismus. Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe immer noch nichts gemacht, ich brauche was zu essen. Warum denn nicht? Schnapp dir irgendeine Quest. Bitte. Danke. Nimm dir einfach Sag irgendeine mal, kann Quest. das sein, dass die Büsche immer weiter wachsen? Ja, die werden größer. Ich glaube, bis zu drei Blöcke hoch und dann hören sie auf. So, Boah, jetzt bin ich satt. Weißt du was, wenn du keine Quest hast und nichts zu tun hast und nichts machen willst, dann besorg doch ein bisschen. Dann schnapp dir einen Hammer und mach ein bisschen Cobblestone zu Klump und steck das Gravel in den Autonomous Activator. Klumpatsch. Das würde mir helfen. Oh, Klumpatsch. Das Wort kennst du? Nee, ich gucke manchmal Videos, wo ja, ausländische Personen versuchen, Deutsch zu sprechen oder in Deutschland soziales Jahr oder sowas gemacht haben und dann ihre Erfahrungen teilen. Und dann gibt es da immer so Videos mit deren persönlich lustigsten deutschen Wörter und sowas. Und da Ja. war in einem Video war halt Klumpatsch. Ich Das fand ich kenne lustig. jemanden von der, ich glaube von der Bloodhound Gang waren das noch, der hatte gesagt, Fluse ist sein Lieblingswort. Und das ist. Evil Jared. Aber Fluse ist tatsächlich. Das Warte mal, ist. die Bloodhound Gang? Die in die Publikumsmenge reihen? Ja, und sich gegenseitig anpinkeln. Ich bin der Meinung, da war mal einer in Deutschland, ich glaube der Gitarrist, und der hat gesagt, sein Lieblingswort auf Deutsch ist Fluse. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Warum sollte er nicht in Deutschland gewesen sein? Also ich glaube auch schon, dass die ganze Band bestimmt mal in Deutschland gewesen ist und sei es nur für einen Auftritt. Also weißt du, das ist ja auch immer wieder so, was ich bei den Wrestling-Kommentatoren manchmal sehe, die denn in Deutschland studiert haben oder sowas. Manche von denen können Deutsch. Also das sollte man nicht unterschätzen. Was tue ich eigentlich gerade? Piep. Man baut deine Farm aus oder zerkloppt Cobblestone. Du machst ja gar nicht, du stehst ja nur da. Ich gucke einfach mal ein Questbook, jetzt lass mich in Ruhe. Okay, wie gesagt, den Autonomous Activator mache ich gerade. Ja, der blinkt ja auch. Es blinkt alles, was man tun kann. Und was Nein, wir das noch nicht blinkt gemacht alles, haben. was wir angefangen haben. Alles, was man tun kann. Alles, was wir angefangen haben. Nee, Wo das wir schon stimmt einen nicht. Fortschritt haben, das stimmt ja wohl. Improved Mob Grinder? Nein, das ist völlig egal. Nein, da ist ein Vacuum Hopper, den haben wir erfüllt, Glenbahn, das deswegen ist aber blinkt nur ein das. Zufall. Wenn es lila ist, dann haben wir es geschafft. Wenn es blinkt, dann können wir diese Quest annehmen. Wenn es grau ist, dann können wir sie nicht annehmen, weil wir noch eine vorherige Quest machen müssen. Das stimmt doch gar Wenn sie nicht. leuchtet, dann haben wir sie schon geschafft. Doch. Aber wir haben in jedem was drin.
Also, das ist egal. In jedem, was blinkt, haben wir etwas angefangen. Okay, dann guck in die vierte Questreihe Immersive Technology. Da blinkt das Engineer's Manual und da müssen wir nur ein Engineer's Manual bauen und trotzdem blinkt es. Das ist, ja. Nur, das ist nur ein Zufall, dass wir überall schon angefangen haben. Glaub mir mal. Ja, sag ich doch. Muss ich nicht gleich wieder aufregen? Doch. Da, du bist schon wieder laut geworden. Was war denn das? Muss ich wieder aufregen hier wegen nichts? Glemmann, du nimmst jetzt hier. Nein, ich baue jetzt ein Buch. Warum? Weil das die Aufgabe ist. Bitte du sehr. Hast, du hast gesagt, ich soll eine Quest annehmen. Ja, aber wie wär's aus der Questreihe, wo wir gerade sind? Damit wir vielleicht machen wir erstmal eins fertig. Es ist egal. Mach ruhig dein Buch. Das, nein, ist das ist Immersive Engineering. Da wirst du gewaltige Multiblock-Strukturen bauen. Kannst dich doch erinnern. Ach, habe ich keine Lust drauf. Auf irgendwas wirst du jetzt wohl Lust haben. Und los. Ich suche mir was aus. Okay. Haben wir Diamanten? Keine Ahnung, ob wir Diamanten haben. Nein, haben wir zumindest nicht genug. Ich glaube, wir haben schon mal nachgeguckt. Ich glaube, wir haben einen einzigen. Wofür brauchst du den Weak Infusion Stone? Den kann ich schon mal machen. Warte mal, wofür? Du wolltest doch eben ein Buch craften. Das braucht nur einen Hebel und ein Buch. Wofür brauchst du jetzt einen Diamanten? Ich habe mir jetzt eine andere Quest ausgesucht. Du hast gesagt, ich soll in der Quest bleiben. Und mit der brauchst du plötzlich einen Diamanten. Du wirst nicht die Diamond Spikes brauchen. Die sind ultra teuer. Nein, aber ich brauche trotzdem Diamanten für den Infusion Stone. Ja, na bitte, dann los. Siehst du, wir du kannst nur noch einen Diamanten. Wir hatten schon immer nur einen. Weißt du, du könntest auch deine Farm weiterbauen mit Magical Crops, irgendwas, keine Ahnung. Dir wird schon irgendwas einfallen. Ja, wenn du sie nicht wieder sabotierst. Was? So, wir haben eine Quest abgeschlossen. Die kannst du den Reward claimen. Ach was. Nee, kann man nicht. Hä? Hey? Nee. Detection? Ist nix frei. Aber es ist alles erfüllt. Was denn? Wo denn? Wo bist du denn? Hier, bei. Ich bin. Rechts bei Minikyo Essence. Unnamed Quest. Ja, aber die ist noch nicht die ist noch nicht freigeschaltet. Die ist grau, das habe ich dir doch erklärt. Die aber ist da kann ich ja nichts machen. Nee, da sind wir noch nicht. Deshalb, die kannst du noch nicht claimen, weil wir noch nicht so weit sind im Fortschritt. Gut, aber sie wäre theoretisch fertig, wenn sie verfügbar ist. Ja gut, aber vorher müssen wir erstmal. Ich mache Erde. Den Autonomous Activator machen und das Automatic Sieve. Da bin ich gerade dran. Gut, dann mache ich meine Farm weiter. Glenwan? Mhm. Du musst mir gleich mal ein bisschen helfen. Ja, bitte. Denn mein Hammer ist kaputt. Ja, und? Ja, und ich stehe hier oben. Also schnapp dir mal bitte einen Eimer und mach da irgendwo eine Wasserfläche, dass ich runterkommen kann. Oder ach, naja gut, ich habe eine Pickaxe. Komm, ist egal. Nein, ich mach schon. Ja, aber dann muss ich eh wieder hoch. Ich müsste ja hoch und es wieder abbauen, ist egal. Habe ich jetzt eben nicht dran gedacht. Gut. Und vielleicht willst du das Dach noch weiter bauen. Das eine Barrel hat sich mit Wasser gefüllt, weil das Dach da aufhört. Ach ja, das wird ja weggesprengt, ne? Aber ich kann wieder nicht fünf Sachen gleichzeitig machen. Ich bin bei meiner Farm. Eben hast du gar nichts gemacht und jetzt musst du fünf Sachen gleichzeitig machen? Das ist doch eine Lüge. Nein, ich habe doch gesagt, bevor du mich um Hilfe gebeten hast, habe ich gesagt, mach meine Farm weiter. Während du die Autonomous Activator machst. Und dann soll ich dir helfen und dann soll ich wieder die Halbplatte craften, obwohl ich jetzt an meiner Farm dran bin. Mhm. Und schon bin ich bei drei Sachen gleichzeitig. Obwohl du eben gar nichts gemacht hast. Ja, das ist Stress pur.